Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone in der Arena. Wir starten gleich mal durch in das zweite Spiel. Das erste haben wir ja gespielt gegen einen Priester und haben es gewonnen. Jawohl! So schaut's nämlich aus. Der Pro ist wieder in the hood. Haha, schön wär's. Mal gucken, wer unser nächster Gegner sein wird. Ich hoffe, es wird auch wieder so ein guter Kampf wie gerade. Also für uns natürlich ein guter Kampf. Nicht für den Gegner. Obwohl ich sagen muss, es ist auch okay, wenn man in einem spannenden Kampf so verliert. Das macht schon Spaß. Hearthstone ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Ich spiele es richtig oft und richtig gern. Oh, was ich echt schade finde, liebes Blizzard-Team, falls ihr das auch mal sehen solltet, dann fände ich es echt, echt geil, wenn ihr reinpatchen würdet, dass man sich irgendwie die alten Kartenrücken noch verdienen könnte. Ich finde die teilweise so geil und ich hätte die so gern, aber irgendwie geht es ja nicht. Aber ich fände es halt so cool, weil allein schon der hier, der, ich weiß gar nicht von welchem Monat der ist, aber den finde ich einfach auch mega nice. Und es sind halt lauter so Sachen, ja, ihr sagt, Hearthstone ist free to play, natürlich ist Hearthstone free to play, aber wenn man halt so Sachen wie Naxxramas oder sowas eigentlich braucht für ein gutes Deck, klar, Naxxramas kann man sich jetzt inzwischen verdienen. Durch Ingame Gold, oder man konnte es eigentlich schon von Anfang an für sich verdienen. Ah, ich weiß nicht, mir gefällt es halt irgendwie so. Oh wow, wow, good job. Thank you. Nee, ich weiß nicht. Gerade die neuen Heroes würde ich eigentlich echt gern für Ingame Gold kaufen, weil ich weiß nicht, für den Skin Geld ausgeben. Klar, das machen viele Leute in LOL und Counter-Strike und alle möglichen Spiele auch, aber Hearthstone? Ja, ich weiß nicht. Das ist genauso, die ganzen Kartenrücken. Ich würde sie so gern haben. Und das ist. Oh, Spinnchen. Ich habe es endlich mal wieder geschafft, dass er rausgekommen ist. Das ist. Appell! Appell an Blizzard! Bitte! Bitte, meine Freunde! Es wäre schön, wenn wir hier uns zusammenfinden könnten und ein bisschen. Ja, und halt hier gucken könnten, dass es halt so irgendwie machbar wäre, dass das alles von Ingame Gold zu kaufen ist. Ich find's echt cool. Wenn das mal kommen würde, ich wäre wahrscheinlich mega happy natürlich. Alter, wie viele Flame Cannons hatten der Mann? Willst du mich trollen oder was? Junge! Jetzt hat er natürlich gleich mal ein fucking 4-3er Ding auf dem Board und klatscht uns hier richtig ins Gesicht, dieser Penner. Wir spielen jetzt mal das hier raus und einen Silverhand Recruit. Merkt mal wieder Mage OP und so. Okay, ja, Fireball da drauf ist, ja, ist logisch irgendwie. Haut mich dann wahrscheinlich mit seinem. Ja, wirst du das so machen, oder? Ist das logisch? Theoretisch will er ja, dass er tot umfällt. Deswegen wird er traden wahrscheinlich. Aber theoretisch würde ich auch mit dem Mana-Wurm in den 2-2er gehen und mit dem Alchemist in den 1-1er, weil wir ja natürlich den Damage haben wollen. Aber er hat sich wohl dagegen entschieden. Komm, was soll dir der 1-1er machen? Du willst nicht traden. Komm schon, du willst nicht traden. Du willst nicht traden. Fuck. Okay, er wollte doch traden. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat er da auf dem Ding? Ich werde es jetzt einfach riskieren. Fuck! Jawohl. Okay, hat gut gepasst, hat. Ist nicht passiert, Gott sei Dank. Ich glaube, es ist ein D-Spell oder halt eine Ice Barrier. Weil es weder ein. Oder ist es ein Duplicate? Duplicate könnte es natürlich auch noch sein. Das ist nur die Frage, was davon. Ist eigentlich jetzt relativ gut, dass wir diese Karte auf dem Board haben, weil wir jetzt wieder Board Control uns geschaffen haben. Einfach über den Ding. Okay, er kann jetzt traden. Und er überlebt's auch noch. Er überlebt's. Alter. Boah. Das ist echt ranzig gerade, wie es hier läuft. Wir können gerade immer wieder nur eins rausspielen. Er kann den jetzt auch wieder wegmachen. Oh wow. Wir kriegen gerade richtig ins Gesicht, Helm. Das ist echt nicht mehr schön. Wir ziehen mal schnell zwei Karten.
Wir haben leider halt nichts, was wir wirklich so aktiv spielen können. Ich musste das jetzt bei beiden wegmachen. Er wird jetzt irgendwas machen müssen, höchstwahrscheinlich ein Trade. Wahrscheinlich hat er aber ein Firebolt oder sowas. Man kann das alles billiger machen. Trog, okay. Wir haben halt auch keine AOE, muss man dazu sagen. Wir haben keine Chance, das irgendwie wegzumachen. Er tradet natürlich voll rein. Haut um, was er findet. Wir machen jetzt Sinne weg. Würzen, ist es ein Duplicate oder sowas? Anscheinend nicht. Jetzt ist natürlich die Frage. Wir versuchen mal eine Karte zu ziehen. Es sind Spellbände. Okay, das ist jetzt ein bisschen umgelaufen, muss ich sagen. Weg mit dir. Den hauen wir halt den hier noch raus. Das Spiel geht relativ sicher an unseren Gegner, leider. Da hat uns der Mage mal wieder überrannt. Wie die Mages es leider immer tun. Wenigstens hat er uns einen schnellen Tod beschert. Ohne großartig noch was auszuspielen oder zu warten. Sehr sozial von dir, sehr sozial. Wir starten aber gleich mal durch in die nächste Runde. Jetzt haben wir eine Runde verloren. Passiert. Kann man nichts machen. Das passiert im Besten. Neues Spiel, neues Glück hätte ich gesagt. Eine Runde geht ja noch. Und wir spielen gegen... Trommelwirbel. Drrr, noch ein Mage. Oh wow. Hoffentlich nicht denselben Mage. Last war Klitz. Ne, wir spielen nicht gegen denselben Mage. Alles klar. Die hier finde ich schon mal sehr gut, aber sonst würde ich eigentlich alle wegtun. In der Hoffnung, wir kriegen noch mehr... Oh ja, sehr schön. Oh, sehr schön, sehr schön. Das finde ich jetzt eigentlich relativ gut. Ich werde zwar jetzt im ersten Zug nur ihn hier rausspielen. Und dann in den nächsten Zug die beiden. Weil ich das einfach für sinnvoll empfinde. Weil wir dann hier das Divine-Schild auf unseren Priest klatschen können. Das ist eigentlich schon eine relativ gute Kombo so für den Anfang. Wir verlieren dabei aber auch halt viele Karten. Das ist halt auch... gar nicht so gut, jetzt für den Anfang direkt. Wir grüßen mal. Vielleicht wacht er dann auf. Und so lang... Oh, brauchen wir ja gar nicht. Jawohl, da haben wir die Ampel. Die altbekannte. Oh, den Volcanic Drake. Ein Sechser. Ist schon mal ganz interessant. Jetzt mal schauen. Vielleicht wird er jetzt mit seiner Hero Ability unseren 2-1er wegmachen. Wäre gut möglich. Licht aus. Ja, er macht unseren 2-1 weg. Dafür kriegen wir ein Spare Tile. Stealth. Stealth ist natürlich auch echt nice. Wir spielen jetzt sie aus, coinen und hauen hier jetzt das Divine Shield drauf. Damit können wir ihm hier dann HP verpassen jetzt erstmal. Das finde ich sehr, sehr gut. Wenn er jetzt das Divine Shield wegmachen sollte mit seiner Hero Ability, können wir unser Priest immer noch Stealth geben. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Und dann können wir sie im nächsten Zug dann, wenn 4 plus 4, 4 machen. Das ist, boah, das ist mega gut, finde ich, ja. So könnte es weiterlaufen. Dann können wir, das wäre dann Zug 4, dann hätten wir Zug 5, müssen wir halt jetzt noch irgendwie gucken, dass wir irgendwas rauskriegen. Und wer weiß, was überhaupt läuft, wenn er jetzt zum Beispiel den Ogre spielt. Ja. Das ist jetzt dumm gelaufen irgendwie. Sollen wir jetzt wirklich traden? Eigentlich haben wir ja keine andere Chance. Also wir facen ihn halt komplett und hauen noch den Mad Scientist raus in der Hoffnung, dass wir halt ein Secret rauskriegen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dann hauen wir noch das hier drauf. Oh, nice. 2-4. Jetzt mal schauen. Jetzt wird es langsam kritisch. Er greift direkt den Mad Scientist an. Finde ich natürlich geil. Greift aber natürlich mich ins Gesicht an. Wow, nice. Dumm gelaufen. Dankeschön. Ah, jetzt haut er... Er hat sehr, sehr starke Karten, muss ich sagen. Das gefällt mir gar nicht. 2-5er. 2-5. Ah, shit. Shitty Mac Schitzen. Freunde der Nacht. Sollen wir wirklich für 4 jetzt hier auf den Ding gehen?
Das hätte ich fast gesagt, oder? Wir machen das so. Hier, so. Zack. So. Und traden ihn dann jetzt nochmal so. Und hauen ihm nochmal ins Gesicht. Jetzt haben wir wieder 6-7. 6-7 ist natürlich sehr, sehr stark. Er kann mit einem Firebolt könnte er jetzt traden, wenn er noch sein Ogre mit reinholt, reinhaut in meinen 6-7er. Aber so an sich kann er eigentlich nichts machen. Okay, er will das Schild wegmachen, dass er mit seiner Hero Ability meine Priestess wegmachen kann. No! Why you do this, my friend? You can't do this. That's not right. Oh, das ist aber jetzt sehr, sehr nice, muss ich sagen, weil ich mache jetzt so. Sterben 2. Dann kostet das hier 4. Kriegt er halt einen 1er-Drop, oder? Kriegt er? Nö, der kriegt ja gar keinen 1er-Drop. Das ist ja voll geil. Dann machen wir jetzt hier einfach mal den hier weg. Ah, das war... Doch, es war noch gut. Es war noch intelligent. Ah, da schreibt mich der gute MacMookie an. Grüße hierbei. Mal kurz hier. Hallo, MacMookie. Bin gerade am Aufnehmen. Ich antworte dir gleich. Schreibe ich jetzt ihm mal ganz kurz. Huch. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Jetzt habe ich einen Spectator in weit geschickt. Ah, remove. Was? Was willst du denn hier? Nein! Junge! Jetzt ist es da. Bin gerade am Aufnehmen. Gleich kann ich schreiben. Sag mal Hallo YouTube. So, jetzt aber hier weg mit dem Ding hier da oben. Nein! So, jetzt. Weg. So. Er hat einen Knife Juggler. Knife Juggler hier. Ding rausgespielt. Wir machen das so. Er sagt Hallo YouTube, so wie sie es gehört. Bravo Junge! Bravo Junge! Wir hauen ihm 6 ins Gesicht, weil wenn er jetzt sein Ding raushaut, sein Flame Strike ist natürlich scheiße. Haut er jetzt seine Hero Ability auf mein Schild? Ne, er macht so, das ist aber vollkommen in Ordnung für mich. Hat er jetzt den Flame Strike? Wäre natürlich scheiße. Ja, er hat wohl den Flame Strike. Ah, fuck. Ah, ne, den kann er ja gar nicht mehr einsetzen. Aber die Flame können. No! Jawohl! Nice! Zombie Joe? Oh, gut, warum nicht? Kann man mal machen. 7 Mana haben wir jetzt inzwischen. Ich hätte gerne mehr, wenn ich ehrlich bin. Wir machen ihm jetzt mal ganz schnell hier mal Damage, hätte ich mal gesagt. Er macht mir halt 4 Damage hier irgendwie. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, meine Freunde. Wir hauen ihm weiterhin ins Gesicht mit ganz viel Angriffspotenzial. Liegen eigentlich gerade relativ gut in der stabilen Seitenlage hier so. Mit dem Board gegen das Board und 8 und wir haben noch ein Secret. Es wäre natürlich jetzt sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Wenn er jetzt mit voller Absicht sein Firebolt in unser Gesicht reinfetzt und dabei halt stirbt. Aber so wie es aussieht, kann er jetzt leider nichts mehr machen und damit ist eigentlich sein Spiel beendet. Ne, noch nicht ganz, aber das ist schon okay. Ja gut, was machen wir jetzt? Wir können den Zombie Joe killen, aber das lohnt sich nicht. 6-6er, ja komm, sollen wir? Ich hätte schon gesagt, oder? Gruul, komm, los geht's. 4 ins Gesicht, Batsch. Was willst du tun? Er könnte theoretisch jetzt seine 2 Ding mir. Nefarian. What? What? Nefarian. Nice. Well played. Da haben wir nochmal im letzten Zug haben wir beide unsere Heroes. Unsere Heroes, unsere Legendaries rausgehauen. War natürlich geil. Nefarian ist einfach eine krasse Karte, muss man ganz klar sagen. Aber Gruul natürlich auch. Und das war jetzt unser... Hey, wir haben ja jetzt hier schon 2 Siege mit dem Paladin. Also so scheiße kann doch gar nicht sein. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Scrawl. Bis die Tage denn. Tschüss.